Hallo und herzlich willkommen, Jungfrau, zu deinem Monatsreading für den Juli 2023. Hier bei Löwenherz Lennemore, wie immer geschaut, speziell auf die Liebe hier, ja. Wie sieht das mit deinen Energien aus jetzt im Juli in Sachen Liebe? Wir schauen immer hier zuerst auf die gedankliche, mentale Ebene mit den Lennemores und ihr kennt das schon nachher dann mit den Tarotkarten für alle, die das noch nicht kennen. Was wollte ich sagen? Ja, Venus noch im Löwen, sagte ich ja bereits, das spricht für Flirtlaune. Man möchte sich positionieren, man möchte sich zeigen, man möchte sich darstellen, man möchte gut aussehen. Ja, diese ganzen Geschichtenspielereien. Und wir schauen jetzt mal, wie das für dich hier noch eine Rolle spielt im Juli. Ups. Liegt hier schon die Feder, wenn das kein Zeichen ist. Und hier haben wir in deinen Gedanken die Störche, die positive Veränderung, das positive Denken hier. Zwei Karten bitte noch für die Jungfrauen. Einmal die Schlange, einmal die Sterne. Scheint ja einen Plan zu haben. Und womit musst du dich denn auseinandersetzen im Juli, Jungfrau? Die Blumen. Oh, es geht um eine Person. Ich schiebe das hier gleich mal höher. Ich merke schon, ich komme mit dem Platz hier nicht ganz hin. Es geht um eine Person. Spielt im Juli für dich eine Rolle? Und wohin führt das Ganze? Die Jungfrauen. Oha, oha. Einmal das Herz der Sarg. Wir schauen. Lasst euch nicht verunsichern, dass wir das Herz neben dem Sarg hier liegt. Wir klären ja gleich noch mit Tarot auf. So, da haben wir jetzt erstmal die Basis hier. Also, es geht hier um eine Person. Dieser Mensch bringt dich hier wirklich in positive Aufregung, sagen wir es mal so. Ja, die bringt dein Herz zum Hüpfen hier. Und du hast einen Plan. Und du hast hier einen Plan, von dem du hoffst oder meinst, der wird erfolgreich sein. Du kannst es auch dich auch hier astrologisch beraten lassen, ne? Mit der Schlange und den Stern heißt das auch oft, du hast es mit einer Astrologin oder einem Astrologen zu tun, ja? Das wäre sowieso ein guter Plan. Das würde ich jedem raten. Ich mache das ja selbst. Wenn ihr jemanden habt, den ihr durchchecken möchtet, wo ihr die Geburtszeit habt, etc., das ist brillant. Da kann man genau sehen, wie dieser Mensch tickt, was für Reibungspunkte man mit diesem Menschen hat. Und das kann hier tatsächlich so sein, dass du das hier machst, ja? Und dass du hier felsenfest überzeugt bist, dass das mit diesem Menschen zu einer langfristigen Veränderung, positiven Veränderung kommt. Wir wissen noch nicht, was mit diesem Menschen vorgefallen ist. Auf jeden Fall, diese Person bringt dich hier erstmal in positive Schwingung, in positive Wallung sozusagen. Aber wir klären jetzt mal mit dem Tarot, was da noch zu sagen ist. Da haben wir nochmal den Stern hier, ja? Nochmal den Stern und die Sechs der Münzen. Ja, du holst dir Hilfe, glaube ich, tatsächlich. Du hast den Plan, hier etwas wieder zu korrigieren. Das ist die kleine Gerechtigkeit, ja. Wieder was in den Ausgleich, in die Waage halt zu bringen. Ganz einfach, ja. Und da versprichst du dir unheimlich viel von. Also das ist die Erfolgskarte der Stern, ja. Davon versprichst du dir unheimlich viel, weil du hier etwas unternimmst, um hier wieder was auf Augenhöhe zu bringen mit diesem Menschen. Schreibt mir das mal in den Kommentaren, ob ihr tatsächlich zu einem Astrologen gegangen seid oder zu einer Astrologin. Also, weil das echt dafür spricht, ne, dass du das überlegst, ne, dich da so beraten zu lassen. Und ich halte es für sinnvoll, natürlich. Die Liebenden, ja, eine Beziehung auf Augenhöhe, das willst du hier in den Ausgleich bringen. Irgendwas ist da in Schieflage mit diesem Menschen.
Come on. Ein Angebot wird hier gemacht. Ein Angebot, wo man sagt, okay, ich gebe uns hier eine reelle Chance. Man fängt hier klein an, mit dem Buben ist immer der Anfang. Ist auch halt das nicht ausgereifte. Man fängt einfach klein an, ja. Und man sagt hier, okay, ich gebe dir hier was, was aber Bestand hat. Und dann werden wir die Richtung hier bestimmen. Also es geht hier um was Festes. Das möchtest du machen. Wir haben hier Münzen, wir haben da Münzen. Du wirst hier reell was ändern, was verändern, dass es in eine beständige Richtung geht. Und es geht hier um die Liebe, es geht hier um diesen Menschen und es geht auch um die Selbstliebe. Ne? Die Liebenden, es geht auch immer um die Selbstliebe, dass man sich selbst wertschätzt und den anderen, dass das wirklich eine freie, unabhängige Liebe auf Augenhöhe ist und da soll es hingehen. Das möchtest du mit diesem Menschen und du tust da was für. Jetzt schauen wir, was uns das kleine Tarot hier noch sagt. Da ist eine rausgefallen. Page der Schwerter, ja, Anfänge. Man beginnt hier was in eine andere Richtung zu lenken und verspricht sich da viel Erfolg. Page der Schwerter ist eben auch, man holt sich Informationen hier, da. Wie mache ich das? Ja, hier, ne? Du holst dir hier Informationen. Ich bekomme noch mal auf die Astrologin, auf den Astrologen. Du holst dir Informationen, wie ich das in eine richtige Richtung lenken kann. Und das ist das Beste, was du machen kannst, wenn du die Daten von dieser Person hast. Du kannst den komplett abchecken. Dann haben wir hier noch König der Münzen. Noch mehr Münzenergie. Das soll hier wirklich safe werden. Der König der Münzen ist Archetyp des Vaters. Das ist jemand, der Verantwortung übernimmt, der kein Risiko eingeht, der sich kümmert und sehr langfristig denkt. Ja, es geht hier ums langfristige Denken. Das siehst du hier, bringt man erst was in den Ausgleich und dann kommt man mit einem reellen Angebot und dann schaut man hier die Richtung, dass das langfristig wirklich Bestand hat und funktioniert und dass man das ja, sich sehr viel Zeit dafür auch lässt, dass das gedeihen kann, ja, dass es jedem dabei gut geht. Und da lässt du dich hier beraten von irgendjemanden. Wäre ja schön, wenn ich das hier wäre, ja. Das kannst du ja bei mir auch machen. Wir schauen hier weiter. Weil hier sehen wir ja, ne, das Herz mit dem Sarg, es geht hier was zu Ende. Da schauen wir mal, was. Da haben wir zwei Ritter. Nee, ein Ritter, ein Pagen. Jo, du brauchst absolute Geduld, Geduld und nochmal Geduld, ne? Der Ritter steht. Da geht eigentlich fast gar nichts. Gefühlt passiert nichts. Man bleibt hier unverbindlich noch, ja. Page der Stäbe, ist klar, man ist enthusiastisch. Das ist halt Feuerenergie, ne? Man ist erst so, wow, alles cool, alles super. Ich möchte mit dir was starten. Ich bin neugierig drauf. Was machen wir? Hat aber keinen Bestand, ja. Es bleibt eher in der Unverbindlichkeit. Und du willst hier Verbindlichkeit, ja. Es geht hier. Ach, guck mal. Ich mach's ja nicht oft, aber manchmal mache ich's. Du hast es nicht gesehen. Das Unterdeck. Da haben wir ihn nochmal. Den König der Münzen. Es geht hier um wirklich ganz langfristige Geschichten, ganz langfristige Pläne, wo du wahrscheinlich auch damit rechnen musst, dass dieser Mensch nicht sofort anspricht. Das muss ja auch alles erstmal wirken. Das muss ja für dich auch mal begreiflich sein, was du über diesen Menschen erfährst, wie du damit umgehst, wie du es umsetzt. Es geht hier etwas zu Ende und da schauen wir noch mal drauf, ja. Es bleibt unverbindlich. Da schauen wir noch mal drauf. Und es geht langsam voran. Eine Karte auf den Sarg. Was gibt's denn hier zu sagen? Was geht denn hier mit Sicherheit zu Ende? Weil der
Schlüssel ist ja auch immer das Ausrufezeichen. Okay, da haben wir den Teufel. Was soll daraus? Die Toxik aus dieser Beziehung, ne? Interessant hier, echt. Rat des Schicksals und die Liebenden. So wie ich das sehe hier. Der Teufel ist eine ungesunde Karte. Ja, das steht, ist eigentlich das Pendant zu dieser hier. Zu den Liebenden. Siehst du? Das ist nämlich die Liebe, die abhängig macht, die unfrei ist, wo man jemanden am langen Arm verhungern lässt, aber man kommt von dieser Person nicht los. Siehst du das hier? Und das ist hier die freie Liebe. Man muss sich nicht ketten, man weiß, man gehört zusammen, ne? Und da soll es hingehen. Und dazwischen das Rad des Schicksals. Du hast hier eine Mordsaufgabe vor dir. Vielleicht hast du es wirklich mit einer narzisstischen Person zu tun, also mit einer ungesunden Person zu tun. Und du lässt den hier wirklich abchecken. Das habe ich auch natürlich schon gemacht mit jedem. Mache ich auch, ne? Wenn ich jemanden habe, der mich interessiert, schaue ich, wie tickt der Mensch denn? Wie kann ich das drehen? An welcher Schraube muss ich stellen, dass der anders reagiert, ja? Das wirst du tun. Und hier habe ich tatsächlich, es geht hier was zu Ende. Es kann hier aber auch sein, diese Toxik geht hier auch raus, ja? Das wird eine neue Partnerschaft. Darauf willst du hier hinaus. Wir haben zweimal die Liebenden, ja? Aber so schnell geht das nicht, ne? Weil das Rad des Schicksals, das ist Jupiter-Energie, das ist wirklich, man dreht hier wirklich, man lenkt hier was in eine komplett andere Richtung, von innen heraus, da passiert nichts von außen, das ist das, was du hier handelst. Interessant, du bist, wenn jetzt der Magier fällt, dann, ja, du bist dieser Mensch, ne? Magier ist ja auch Merkur. Ist ja dein Planet, der Merkur, der Eremit, das Gedanke, diese gedankliche Struktur. Du baust dir hier wirklich was auf. Du kannst damit rechnen, dass es nicht schnell geht, ja, dass hier erstmal was zu Ende gehen muss, um das hier, ne? Und das ist ein langer, langer Weg. Aber ich finde das wirklich spannend. Das würde mich wirklich mal interessieren, ob du da, wie du dich da beraten lässt, wie du das machst, wie du das angehst, Jungfrau. Also, krass. Von dieser abhängigen, toxischen, ungesunden Beziehung zu einer Beziehung auf Augenhöhe mit Respekt, Maß, Antrieb und Kraft habe ich noch als unterstützende Energie. Ja, das wird Kraft kosten und vor allen Dingen Langmut, Geduld, ne? Das auf jeden Fall. Das wird nicht schnell gehen und ich glaube, hier wird es erstmal sehr, sehr stagnieren, erstmal zu Ende gehen, damit man hier was Neues aufbauen kann. Sehr spannend. Ja, Jungfrau, ich gucke hier, wenn du hier mit in Resonanz bist, dann schaue ich natürlich auf dein Gegenüber. Wo steht er jetzt? Wie sieht er das? Merkt er das überhaupt, dass du die Fäden jetzt in der Hand hast? Da schaue ich drauf, verlinke ich dir hier unter dem Video. Ich freue mich natürlich über Abos, Likes, Kommentare und wenn du hier eine Beratung brauchst, auch astrologisch, wie hier das anscheinend passiert oder eine Kartenlegung oder eine Kombination, dann schreib mich gerne an. Dann schauen wir uns diese Menschen mal an oder wie ihr harmoniert astrologisch. Schreibt mich gerne an, verlinke ich auch hier unter. Ja, und ich wünsche euch einen fantastischen Juli. Macht's gut, euer Löwenherz.